Seit vergangener Woche ist auch hier im österreichischen Bundesland Vorarlberg offiziell die Skisaison eröffnet. Damit Sie die Zeit auf der Skipiste so richtig genießen können, sollte auch die Unterkunft gut überlegt sein. Wir sind vor Ort auf das 4-Sterne-Sporthotel Silfretta Montafon gestoßen, welches zum Entspannen hervorragend geeignet wäre. Vom Programm her für die Gäste haben wir wöchentlich ein Bergfrühstück. Das kommt sehr gut an. Also da fahre ich meistens persönlich mit den Gästen hoch am Berg. Und dann gibt es das Frühstück statt im Hotel oben. Dann gibt es den Morgenskilauf im Winter. Das ist, da können wir bereits eine Stunde bevor die Seilbahn aufmacht, können wir schon inoffiziell hochfahren mit der ersten Bahn. Haben das Skigebiet eine Stunde vor uns. Das wird also im Winter immer am Freitag sein. Ganz besonders stolz ist das Sport- und Wellnesshotel auf die eigene Weinlinie Golden Edition, die mittlerweile 7 Sorten umfasst. Wissenswertes über die edlen Tropfen gibt's außerdem bei einer exklusiven Weinprobe. Doch das ist noch nicht alles. Für die Hotelgäste wird sogar einmal die Woche zu einer außergewöhnlichen Küchenparty geladen. Da gehen wir mit allen Gästen vom Hotel gehen wir in die Küche. Und dann gibt es in der Küche verschiedene Schmankerl. Also auf jeder Sektion gibt es ein bisschen was zum Essen. Im 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich gilt das Motto: Gönnen Sie sich eine Auszeit und treten Sie ein. Hier können Sie sich loslösen von Stress und Verspannung, Ihre Sinne neu entdecken und der trieste Alltag rückt in weite Ferne. Ganz gleich, ob Sie Ihre Gesundheit auffrischen, Ihre Schönheit pflegen oder entspannen möchten, hier kommen Sie garantiert auf Ihre Kosten. Ein besonderes Highlight offenbart sich hinter dieser Tür hier. Also das Spezielle in unserem Wellnessbereich ist zum Beispiel die Honeymoon Suite. Das kann man für Partnerbehandlungen buchen, also für zwei, die sich mögen. Dann kriegt man gleichzeitig eine Massage, anschließend ein Bad oder eine Wanne für zwei, also mit einem Rosenblütenbad. Und dann kann man sich im Bett noch nachruhen oder sonstige Spielchen machen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es bereits mehrere Heiratsanträge im Sporthotel Silfretta Montafon gegeben hat. Wer weiß, vielleicht wird es schon den nächsten am Silvesterabend geben. Wird es doch hier das größte Feuerwerk im Tal geben.